Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge mit Anno 1800. Der alte Nate hat eine Aufgabe für uns. Da kriegen wir die Paläste von Bayer als Belohnung. Nehmen wir natürlich gerne mit. Gucken wir uns gleich an. Wir befinden uns hier gerade in der Arktis. Dort läuft das Monument. Da fehlen uns noch Leute für, genau. Für den Luftschiff-Hangar. Der ist noch in Bau. Ansonsten sieht es hier eigentlich ganz gut aus. Gucken wir direkt mal kurz auf die Aufgaben, was hier so offen ist. Wir gehen nochmal überall durch, würde ich sagen. Lassen wir generell nicht so viel machen, gerade bei in Besa Story-mäßig ist noch einiges offen. Hier, genau, hier ist die Aufgabe gerade angekommen. Wir müssen dafür tauchen. Wo ist unser Taucherbötchen? Dort. Okay, es sind so viele Orte. Da ist auch noch eine Aufgabe. Oh, eine Einwohneraufgabe. Wir hatten wohl keine Zeit, uns auf den Winter vorzubereiten. Und das Knie meiner Mama sagt für dieses Jahr einen ganz harten vorher. Okay, das ist nicht gut. Holz sollten wir haben, oder? Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Ja, dann nehmen das Holz doch gerne. Also was ich sagen muss ist... Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Aber das ist nicht schlimm. Die können wir wieder neu bauen, ist jetzt in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie eine dreibeinige Ziege. Ja. Wir haben auch immer viel zu tun. Preisgekrönter Produzent. Habe ich nicht gesehen, was das war. Lass mal schauen. Ah, da. Beeinflusst Getreide, hast Paprika. Getreidefarm, Paprikafarm, Weinberg, Hacienda und Getreidefarm. Hacienda, Getreidefarm. Genau. Sekt gibt es zusätzlich. Okay. Haben wir das schon hier drin? Ja, haben wir schon. Okay. Nicht so schlimm. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Produziere ich eigentlich Fenster hier unten? Ja, produziere ich. Okay. Sind unterwegs. Okay, diese dicken Flugschiffe sind schon ziemlich nice. Muss ich sagen, auch da war ich anfangs nicht der größte Fan von, aber mittlerweile mag ich sie gerne. Oh nice, wir haben direkt den Stein von Babel gefunden. Dann können wir den direkt abliefern. Gut. Gucken wir schnell noch durch die anderen Gebiete. Die neue Welt wäre noch offen. Da ist jetzt gerade nichts. Hier stehen ein paar Schiffe im Hafen, die auf Aufgaben warten. Da würde ich gerne auch mal überall durchgucken. Ich meine, ich hätte irgendwo noch ein Frachtschiff stehen, was eventuell noch beladen ist mit Dingen. Hier ist eine Aufgabe, die kann man mitnehmen. Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Gleitschutz. Das Witzige daran ist, dass Sie es als Gnade bezeichnen. Ah ja, genau. Das ist irgendwie immer das Gleiche. Wir fahren einfach mal hinterher. Ihr macht das schon. Ich denke mal, ein Schiff dürfte reichen, oder? Natürlich muss ein Gleitschutz auch immer wach sein. Ich schicke mir noch ein zweites hinterher, aber ich denke mal, das reicht. Ja, ja, ansonsten sieht es eigentlich alles ganz gut aus. Ich habe natürlich wieder ein paar Sachen auf meinem Zettel geschrieben, die wir noch gucken wollen. Die ich mir noch vorgenommen habe zu gucken, werden wir gleich auch noch angehen, aber erstmal wieder ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Ja. Ist jetzt wieder ein bisschen Zeit her, seit dem letzten Mal, dass ich gespielt habe. Ich hoffe, dass ich jetzt mal zwei, drei Stündchen am Stück spielen kann. Ein paar Folgen vorbereiten wieder. Aber mal schauen. In Besa Arktis waren auf jeden Fall Dinge, die in meiner Prioritätenliste ganz oben standen. Hatte ich eine Route gemacht, die Schokolade nach In Besa bringt? Das muss ich noch kurz gucken. Da war ich mir nicht ganz sicher im Kopf. Doch, haben wir Schokolade, genau. Kommt da an. Gut. Dann haben wir nämlich das weg. Streiche ich mal auf meiner Liste erstmal durch. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann schauen wir mal auf die Arktis, wie wir da weitermachen. Und dann gehen wir nach Besa. Oder machen wir erst den Besa? Wir sind gerade in den Besa, ja. Gucken wir mal kurz. Oh, was ist denn hier los? Wow, schubst der das weg. Da steckt es ja. Willy, seht zu, dass du wegkommst. Das sah wild aus. Hier haben wir angefangen, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Muss ich sagen. Aber wir sind noch dabei, das umzustrukturieren. Hier haben wir immer noch ganz viele Aufgaben offen. Liefern Sie an Archibalds in Besanischen Hafen Bienenstock mit Brief. Wo ist der denn? Hast du was anderes als abgenackt? Ja, ganz genau, wie ich es mag. Alte Welt, okay, ja. Hier ist noch ein Schiff mit Dingen, okay. Ah, da ist der Bienenstock. Den wollten wir zum Hafen schicken von Archibald. So.
Dann. Wo waren wir eigentlich dran? Wollte ich hier? Ja, ich wollte hier eventuell Benzin hinbringen, ne? Genau, da war ich mir überlegen, wo ich es mache. Problem ist, dass das Leute kostet. Wie ist denn hier die Versorgung mit verschiedenen Gütern? Ihr habt alles, aber ich glaube tatsächlich, ihr produziert nicht alles selbst, richtig? Ich glaube nämlich, dass ich irgendwas hier runterschippe. Klamotten und Tee. Ich glaube, Klamotten lasse ich hier runterbringen. Lass uns mal die Klamottenproduktion vergleichen zwischen euch beiden. Ist die noch im grünen Bereich? Oh, die ist unterversorgt. Klamotten sind schon unterversorgt, sehe ich gerade. Das ist nicht so gut. Die produziere ich alle hier. Für Prachtgewänder brauche ich Flachs, Leinen, Weberei und Stickerei. Wir haben 4 Stickereien. Wahrscheinlich ist zu wenig Flachs da, oder? Könnt ihr euch vorstellen. Leinsamen sind das, ne? Leinsamen sind Flachs, oder? Genau, Leinsamen sind Flachs. Wäre sogar noch frei. Okay, habe ich schon mal angefangen, hier irgendwo Produktionen hinzusortieren. So ein bisschen. Es ist halt die Frage, haben wir hier noch Wasser frei? Ein Feld. Also könnten wir hier theoretisch irgendwie Produktion hinbauen oder da oben wäre noch Platz. Hier ist halt prinzipiell auch noch Platz. Oder halt da sortieren. Der mächtige Ketema zeigt. Oh, sorry. Ich verstehe. Wie nett. Bitte bringen Sie sie weg. Am besten weit weg. So, wir werden die gesamte Leinenproduktion mal da oben hinstellen. Genug Obst für alle Leute Ketemas. Es wurde aus der alten Welt geschickt. Auf dem langen Weg. Wenn dieser König sich wie ein verwöhntes Kind verhalten möchte, sage ich ihm jetzt meine Meinung. So, wir haben jetzt das dreimal. Das heißt, wir können 6-mal Hemden bauen. Zwei, drei, 4, 5. 5 lassen wir erstmal. Wir lassen erstmal einen über, dann. Oder? Jetzt will ich erstmal allen sorgen. Stickerei, Stickerei, Stickerei. Arbeitskraft ist okay, oder? Genau. Das heißt, wir können noch eine machen, aber ich würde ganz gerne auch eigentlich. Noch ein Lager hier hinbauen. So, und dann noch eine Stickerei. So, jetzt haben wir 6 Stickereien hier und 3-mal Leinenwebereien. Das heißt, da ist die Versorgung gut. Wir sollten jetzt ein bisschen plus sein. Überreife Früchte. Wow, die sind so nett zueinander. Sack mit überreifen Früchten. Ja, dann machen wir das. Wenn wir das müssen wir es, ne? Ich würde gerne Taschenuhren auseinandernehmen und mal sehen, 20 Tonnen Taschenuhren, okay. Machen wir gleich. Erstmal haben wir jetzt die Produktion da einigermaßen hergestellt. Die Frage ist, wie ist die Leinsamenproduktion? Ist noch im grünen Bereich, das heißt, da müssen wir uns noch nicht keine Gedanken drüber machen. Das ist schön. Haben Sie es vergessen? So, um hier Benzin haben zu können, brauchen wir mehr von den Ältesten. Die brauchen jetzt Keramik. Für Keramik brauchen sie Lehm und Indigo. Indigo bauen sie hier eh an. Okay. Wie viel brauchen wir für Benzin? Wir brauchen 75. Kann ich einfach noch welche aufwerten? Ein gerechtes Ende. Ja, haben wir dann auf jeden Fall genug. Versorgung ist auch noch okay von allem. Kurz mal reinschauen. Trockenfleisch ist unterversorgt. Gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Werden wir jetzt gleich fixen, indem wir hier wirklich die Ölproduktion jetzt mal angehen. Uns fehlen noch Ziegel. Die können wir schon mal hier runter schaffen. Da haben wir hier oben noch genug. Hier oben noch ein freies Schiff. Guck mal hier, er hier. So, jetzt brauchen wir erstmal Taschenuhren hier, die wir aus Cap Tolorni hinbringen. Dann nehmen wir ihn mal.
Neutralen Auftrieb erreicht. Habe ich hier Taschenuhren? Müssten eigentlich welche sein, oder? Oh, wir haben ja voll viel Sekt. Nimm mal Sekten mit. Vielleicht können wir sie irgendwo loswerden. Taschenuhren da. Nimm auch mal 50 mit und dann bringst du die mal rüber nach. Ist hier noch irgendein Item, was schon mal nach Enbesa müsste? Weil ich glaube, in Enbesa haben wir noch keinen Luftschiffhafen. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt geben wird. Da bin ich auch gespannt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, was uns in Enbesa jetzt weiterhilft. Oh, das Schwert bräuchte man. Das Gute würde ich da nicht so gern nehmen. Haben wir irgendeine Einheit, die einfach Farmproduktion erhöht? Das wäre natürlich nice. Schnapsbrennerei, Bohrtürme, Holzfäller, Hütten, Köhlereien, Mine, Zementwerke, Poncho-Weberei, Alpaka. Was haben wir denn noch in der alten Welt in Venra zum Rumliegen? Die Kleinen waren doch eigentlich für alles immer gut, ne? Getreide, Paprika, Besucherhäfen, Wohnhäuser, Bäckerei, Fischerei. Schwert habe ich ja auch keins, ne? Oder eine Rüstung oder sowas. Ne, irgendwie nicht, ne? Da aber auch alles nur auf Blauqualität. Das würde ich ungern weggeben. Ja, irgendwie ist hier nichts, ne? Minen gibt es halt in Besa noch gar nicht, ne? Gut, machen wir es mal anders. Wir schicken das Schiff erstmal hin, bevor wir zu lange überlegen. Gehst du mal nach Enbesa Taburime erstmal. Dich schicken wir jetzt auch mal nach Alte Welt Feenrad. Noch ein bisschen gucken, ob wir damit die Karten haben. Ist vielleicht auch mal nicht so schlecht. Hier steht noch ein Schiff. Eine Kauffrau. Okay, nehmen wir mit. So. Die Zeit rennt wieder. Wir schaffen wieder gefühlt nichts. So, ich wollte hier noch Material abholen, ne? Baumaterial. Mir war, als hätte ich irgendwas im Kopf gehabt, was ich noch machen wollte. Habe ich ja vergessen. So. Dann machen wir jetzt erstmal zwei andere Dinge. Und zwar habe ich überlegt, in der neuen Welt. Ich würde gerne Baumwolle und Tabak nach Enbesa bringen. Das heißt, wir brauchen eine Route. Habe ich noch irgendwelche lustigen Luftschiffe übrig? Irgendwelche dicken vielleicht? Machen wir nochmal so ein dickes QRC-Kotel? Die kosten ja nicht so viel, oder? ...35. Das können wir auch nochmal hier hinbringen eigentlich, ne? Die waren die ziemlich... Die hatten ziemlich viele Frachtplätze, ne? 8, ja. Genau, wir können hier auf jeden Fall mal noch... aus der alten Welt mal ein paar Baumaterialien hochbringen. Habe ich irgendwo ein freies Schiff? Linienschiff. Dich habe ich noch hier zum Handeln. Mach mal schnell den Handel noch fertig. Bisschen Geld haben wir mittlerweile. Ja, wobei, Fensterfabrik, ja. Nee. 10% mehr Besuche. Ja, nehmen wir mal mit. Bewegungsgeschwindigkeit von 623.000. Aber der ist teuer, ne? Aber der ist gut. Oh, was? Siederei? Anstatt von Talg braucht das Gebäude Holz? Wie cool ist die denn? Okay, das ist interessant. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die habe ich noch nie gesehen. Das ist ja mal eine wilde Sache. Einfach statt Talg Holz. Das heißt, du brauchst die Schweine nicht. Das ist gut. Damit können wir auf jeden Fall eine Seifenproduktion auf einer Insel machen, die dann, glaube ich, gar keine negativen Effekte mehr hat, oder? Das war teuer, aber man kann sich auch was gönnen, würde ich sagen. So, habe ich jetzt hier ernsthaft kein freies Frachtschiff mehr? Irgendwie nicht, ne? Ich muss mal wieder Frachtschiff hier hinschicken, glaube ich. Das Wasser schäumt, Admiral. Dann. Ja. Ah, da ist noch ein Frachtschiff, aber ja.
Ich möchte eigentlich jetzt nicht die Schlachtschiffe rumschicken. Habe ich in der neuen Welt noch freie Schiffe? Irgendwo müssen noch Schiffe stehen. Also hier ist der Kolibri. Aber der kann halt nicht viel tragen. Fregatte sind Kriegsschiffe. Clipper ist zum Handel da. Frachtschiff, das steht noch leer hier rum. Ist hier noch irgendwas, was mitgenommen werden muss? Wobei, eigentlich kann ich das ja mittlerweile auch so bringen, ne? Ja, komm, wir gehen einfach mal. Wobei, eigentlich brauche ich dich ja genau hier, ne? Stimmt. Ne, wir machen es anders. Du gehst erstmal in die alte Welt. Du brauchst... Wir müssen ja ein bisschen Material hier hinbringen. Das wäre wichtig. So, jetzt hatte ich überlegt, Baumwolle und Tabak. Baumwolle brauchen die aber die Barren, oder? In den Weser. Mal kurz mal checken. Verdorbene Früchte sind alles, was er zu bieten hat? Sei es drum. Danken Sie ihm. Viele arme Familien. Ich wage nicht, mein Haus zu verlassen, während auf den Straßen die Seuche ungehindert um sich greift. Was, eine Krankheit? Ich? Davon wusste ich nichts. Es war ein Versehen. Ich würde mich niemals zu so hinterhältigen Handlungen herablassen. Okay. Wenn du es sagst. Offensichtlich. Das will ich nicht glauben. Abflug bereit. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass Männer aus der alten Welt ihre Krankheiten in neue Länder bringen. Wie konnten Sie nicht wissen, dass es einen Präzedenzfall gibt? Was? Wie konnte das kein Vorsatz, kein Mord sein? Irgendwas muss unternommen werden, um diesen Parasiten ein für alle Mal aus Embessa, aus unserem Leben zu vertreiben. Das Wasser! Natürlich! Das ist es! Beeilung! Ich muss die Kanäle noch vor dem ersten Sonnenlicht erreichen. Ohne sie wird das Land austrocknen und Archibald bleibt keine andere Wahl, als zu gehen. Was soll ich jetzt tun? Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Warte auf Befehle. Schleichen Sie an den Patrouillen vorbei zu Archibalds Enbesanischer Hafen und liefern Sie Biniam. Wo ist der jetzt an Bord? Hier oben, oder was? Ah, Tatsache. Und der Patrouillen hier? Ah, da, okay. Okay, dann fahren wir erstmal ein bisschen in die Richtung und dann bringen wir es dahin. Interessant. So, was ich mir gerade gedacht habe, ist, ich habe gesehen, wir haben eine Route, die Holz aus Waldbröl hier hinbringt. Wenn wir jetzt in Waldbröl Glas produzieren würden, könnten wir dieses Glas hier abladen. Das wäre eine sehr, sehr interessante Geschichte, fände ich. Ah, ich habe hier schon Ölhafen, sehe ich gerade. Ach, wie dumm. Ich habe schon alles vorbereitet. Wieso benutze ich das nicht? Okay, hätte ich mir notieren sollen. Ich glaube, das mache ich zuerst. Wir werden das in Waldbröl mal aufbauen. Kann ich in Waldbröl irgendwie Glas machen? Also für Glas bräuchte ich ja eigentlich bloß Quarz. Das ist beim Glas, logischerweise. Du bist mein bester Lehrling. Und mein einziger. Ist 1 zu 1, oder? Glas. 5, 30, 30, genau. Und dann Holz können wir hier auch machen, auf jeden Fall. Und hier haben wir dann diese Glasproduktion. Die baue ich auch jetzt mal hier zwischen. Dann haben wir hier zwei Gläser, die ich nicht brauche für nichts. Die ich nicht brauche für nichts, ja. Die ich nicht brauche. So. Hier, ich gehe mal ein bisschen Lala-Raum. Ich baue noch mal eine Holzfällerei mehr hier hin. Das kann nicht schaden. Oder sogar zwei? Ne, eigentlich müsste eine reichen. Machen wir mal hier hin einfach. So, damit haben wir Glas. Haben auch die Handwerker genau aufgebraucht. Sehr cool eigentlich. Und können das eigentlich mit in die Route nehmen, die eh schon von hier aus nach Embessa fährt. Genau, machen wir mal zwei Slots mit Glas. Zwischenprodukt, Glas. So, haben wir schon mal Glas da. Finde ich gut. Dann brauchen wir noch Tabak und Baumwolle aus dem Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Anderen Gebiet. So, habe ich hier irgendwelche Mappen, die ich machen kann. Alte Welt da. Jömungandres Versteck. Und ich müsste eigentlich auch per Luftschiff die anderen holen können, oder?
Wenn ich jetzt wüsste, wo Luftschiffhafen hier ist. Das vergesse ich jedes Mal. Wir sind hier in Venrad, genau, ist die richtige Stadt auf jeden Fall. Irgendwo hier muss ein Luftschiffhafen sein, da. Und da können wir eigentlich aus... Was war das jetzt? Oh Gott. Nicht rausgesprungen, toll. Hä? Was ist denn da los? Ach so. Schatzsuche, neue Welt. Okay, kann da bleiben. Müssen wir uns mal merken, dass da auch noch was ist. War es ein Captolorni? Ah, genau. Dann übergeben wir schon mal. Haben wir es auch hier. Sehr schön. Gut, dann. Hier sind nochmal Einheiten, die können wir schon abladen. Nehmen wir uns das Geld noch mit. Neue Waren mit zum Verkaufen. So. Okay, es gibt so eine kleine Insel. Ich versuche sie gerade zu identifizieren auf der Karte. Sorry, wenn ich gerade was ruhiger bin. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich die sehe. Vielleicht die hier? Wo war denn der Schatz unten an der Küste? Müsste also hier gewesen sein. Das dürfte ja nicht sein. Vielleicht die? Auch nicht. Die Form sah irgendwie aus, also hier oben so geschwungen, dann hier so ein bisschen rauer. Kann halt echt jede Insel sein, ne? Die könnte es sein, ne? Hier ist auch so eine Einkerbung drin. Eine Einkerbung in der Insel. Auf dem Route-Menü sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Die sieht schon irgendwie so aus, finde ich. Hier so geschwungen, da ein bisschen rauer, da eine Einkerbung. Das könnte eigentlich passen, aber es sah gerade nicht so aus. Die könnte es möglicherweise auch sein. Die vielleicht? Ne, die ist es nicht. Die ist auf keinen Fall. Die hat hier oben diesen Bückel hier oben. Die wird es nicht sein. Die vielleicht. Willy. Ja, es ist die einzige, die eigentlich einigermaßen so aussieht, ne? Da bin ich gerade. Der Schatz soll unten sein. Hier eigentlich irgendwo. Und ist dies aber nicht. Ah, sieht auch zu breit aus. Die sieht eigentlich am ehesten so aus. Die da unten müsste es eigentlich sein, glaube ich. Die freie Insel hier unten. Die sieht eigentlich exakt so aus. Ja, da. Okay. Okay. Viel zu lange gesucht für so eine kleine Sache. So, jetzt erstmal in Weser. Wir wollten erstmal anfangen, jetzt hier zu optimieren. Wir haben hier nämlich sogar schon... Wir haben hier schon eigentlich alles, ne? Eigentlich brauchen wir nur noch Felder. Mehr Indigo-Felder, oder? Oder haben wir schon zu viele Indigo? Ich weiß gar nicht. Indigo haben wir 8 und wir brauchen mit Taborime zusammengerechnet weniger. Ja, eigentlich haben wir genug Indigo. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch ein Lehmvorkommen. Haben wir noch eins frei? Hier können wir noch machen, was wir wollen. Machen wir hier Lehm? Ist das Wasser schon verbraucht hier? Nicht ganz, fast. Wie viele Wasserquellen haben wir hier oben noch frei? Wir haben Lehm. Gar nichts, ne? Lehm, Papier, Wasser, Wasser, ne? Genau, hier ist auch alles weg. Brauchen wir das Lehm denn hier schon auf? Den Lehm? Das Lehm? Ja, der ist schon voll. Okay, wir müssen auf jeden Fall mehr Lehm haben. Ja, wir machen hier Lehm. Zur Not switchen wir es nochmal um. Ich meine, wir könnten natürlich auch hier Lehm machen. Hier sind 3 Wasserquellen. Tue ich mich auch noch schwer mit dem Ausbau, wenn ich ehrlich bin. Wie teuer ist denn sowas? 35 Arbeiter und... Das würde gehen. Dann müssten wir ihn nur hier hin transportieren lassen. Wegtransportieren lassen von hier. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ein kurzer Blick aufs Schiff. Was war das? Ah, genau, das warst du. Dich brauchen wir ganz dringend. Hier oben lade schon mal Sachen ein, damit gleich neue Materialien in die neue Welt kommen.
Machen wir das hier oben? Ja, machen wir. Ich will jetzt die Insel... Die Insel hier ist eigentlich auch ziemlich cool, außer die Stadt. Die ist ziemlich verbaut. Aber wir machen erstmal... Wir bauen uns erstmal übergangsweise hier auf. So. Und da machen wir Lehm hin. So. Und dieser Lehm wird dann erstmal von hier aus abtransportiert. Haben wir eine Route hier in Beser? Eine haben wir. Oh, wir haben mehrere. Ah, genau, wir haben die. Gut, wir könnten die eigentlich verlängern, ne? Oder? Oder wir machen die zu der, aus der anderen Dreiecksroute. Wir machen aus der anderen Dreiecksroute. Aus der Hummerroute. Dafür lädst du jetzt auch zwei Hummer auf. Du hast ja an Bord. Im Moment gar keinen. Wo bist du gerade? Ah, 11 Hummer. Ja, wir brauchen gar nicht zwei, nee. Okay, wir nehmen noch einen neuen Stop dazwischen. Den hier. Du fährst jetzt so, so, so. Genau, so fährst du. Genau so, wie du es jetzt hier angezeigt hast. Das finde ich gut. Und du lädst dann in Ivediahelu noch Lehm. Ach so, den brauchen wir da unten. Hm. Gott. Machen wir dann wirklich daraus eine Route, die 4 Stationen hat? Wir brauchen den Lehm ja da unten. Macht das Sinn? Ja, machen wir. Aber die Reihenfolge ist halt doof, ne? Am besten wäre ja zack, 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 zack. Ja, am besten wären die beiden tauschen. Dann fährt er zweimal leer. Aber ist halt so. Dafür nimmst du zweimal. So. Und wir machen doch zweimal Hummer. Sicherheitshalber. Ja. Dann ist auf jeden Fall gewährleistet, dass alles zeitlich passt. Und wir müssen noch kein neues Schiff machen. So. Das heißt, irgendwann kommt hier unten Lehm an für die Töpfereien. Das ist schon mal gut. Die Geschichte handelt von einer Stadt wie unserer, in der alles gut war, bis... Warum habe ich das eigentlich jetzt gemacht? Was war eigentlich der Plan? So, jetzt bin ich gerade ein bisschen komplett verwirrt. Achso, ich muss die Uhr noch abliefern, sehe ich gerade. Ich sollte liefern. 20 Tonnen. An Kitemas Schiff. So. Setz das Ding in Bewegung. Tauchen müssen wir auch noch. Wir müssen aber auch den Viniam noch durchbringen, ne? Und wir sollen noch tauchen an der angehenden Stelle. Machen wir auch gleich. Ein zuverlässiger Berater. Tugend, Wohlwollen und Pflicht. Geld bekommen. Das ist die Dreifaltigkeit deines Kaisers. Ich würde gerne Keramik hier haben. Genau, das wäre der Plan. Ich überlege, ob ich direkt nochmal eine weitere Produktion. Was haben wir hier? Teff. Teff könnte natürlich mal umlagern, ne? Ja, ich glaube, hier machen wir echt noch ein zweites Wasser hin, dass wir hier wirklich noch ein paar Farben draufknallen auf die Insel. Wobei wir hier halt echt nicht viel Platz haben, ne? Gut, wir könnten hier noch ein bisschen bewässern. Dann können wir auch hier oben das Holz wieder weglagern. Auch das können wir theoretisch auf dieser Insel einfach hier oben hinballern. Dann hätten wir da auch wieder Platz, ja. Was braucht ihr noch? Keramik und dann bald auch... Gut, Tee hättet ihr gerne noch für Zufriedenheit. Das wäre vielleicht auch noch eine Option, ne? Wir müssen auch mal, noch mal langsam, aber sicher ein bisschen mehr... Einfluss kriegen. Da haben wir echt nicht viel auf der hohen Kante. Moment. Wo muss ich hin? Wie viele Aufgaben? Schleichen Sie. Okay, da zu dem Haus. Problem ist, die Schiffe sind da gerade unterwegs. Obwohl, der scheint da gerade abzubiegen. Ist der da noch irgendwo eins? Da oben kommt noch ein zweites. Okay. Der wohnt auch ganz schön nobel hier, der. Der Archibald Blake. Mit seiner kleinen Hütte hier auf dem Berg. Und der Biniam wird jetzt die Kanalisation, hier die Wasserkanäle sabotieren oder was? Ich wünsche niemandem Leid, aber wir müssen uns vorbereiten. Sollen wir, Freund? Nun suchen wir diese Pumpen. Das ist einfach und harmlos. Niemand wird verletzt und wir gewinnen Zeit für die Vorbereitung. Das sind die Pumpen, oder? Oder das? Beides. Wählen Sie Biniam, um zu signalisieren, dass er mit der Sabotage beginnen kann. Wo ist denn Biniam?
Steht da an den Pumpen oder was? Hat er eine Fackel in der Hand? Ernsthaft? Ich lasse nicht zu, dass Familien aufgrund der blinden Gier eines Mannes zerbrechen. Dass der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. So, während er das macht, machen wir den großen Umbau der Teff-Farm, würde ich sagen. Brauchen Pumpen eigentlich Arbeiter? Nee, okay. Machen wir mal die Pumpe hin, einfach mal beispielsweise, und bauen uns mal da unser Wasser aus. Wir lassen unsere Hilfe kommt er in diesem Land nicht zurecht. In der Mitte mal wir brauchen ihn. Einen Strich frei für Häuser. Niemals. Was haben sie jetzt gemacht? Alles abgefackelt? Oh, da haben sie es zerstört, Tatsache. Und jetzt verdörrt hier alles. Vom Stapel gelaufen. Da! Möge die Hyäne sehen, wie weit sie ohne Wasser kommt. Wir brauchen seine Arroganz und seinen Stolz nicht. Oh, direkt Polizeiwagen angekommen. Interessant. So zeigt Enbesa also seine Gastfreundschaft. Feuer und Stahl in den Schatten der Nacht? Ergreift ihn und liefert ihn mir aus. Es wird keine Auslieferung geben. Binyam untersteht dem Gesetz von Enbesa und wird uns für den Prozess überstellt. Und für wen halten Sie sich, O König, sich dem Willen des Empires zu widersetzen? Ich fürchte, unsere Verhandlungen müssen mit Flotten und Stahl fortgeführt werden. Okay, gleich gibt's hier Krieg, oder was? Ich muss hier 6 Kriegsschiffe nach dem Oh Gott. Ich hatte gehofft, ein guter Berater würde für friedliche Zeiten sorgen. Also dann, lass die Kriegstrommeln erklingen. Ich fände es ja spannend zu wissen, ob man auch Frieden hätte haben können und wir es einfach nur verkackt haben. Nein, das kann nicht sein. Ich glaube, ich lasse mir da unten ein bisschen frei. Dass wir da vorbeibauen und hier ein bisschen Häuser bauen können, genau. Hätten eigentlich auch hier komplett begrünen können, oder? Ich überlege gerade. Ja, mal. Ich muss überlegen, wie wir das machen. Bin mir ganz sicher. Aber das scheint mir eigentlich der beste Weg zu sein. Okay, Kriegsschiffe. Machen wir aber nicht jetzt. Well, that escalated quickly, würde ich sagen. Es gibt viele verschiedene Überzeugungen in Enbesa, aber nur einen Glauben. In schweren Zeiten wenden die Leute sich an ihre Herren und an den Herrn im Himmel, um Trost zu finden. Sie brauchen wahrscheinlich eine andere Art von Holz dafür. Vielleicht eine aus ihrem Heimatland. Tja, jetzt ist ja natürlich in der Mitte so ein kleiner Bereich nicht bewässert, ne? Lassen wir es erstmal so? Glaub ja. Ich überlege gerade, ob wir da vorbei können, baumäßig. Ja, geht, okay, dann können wir da Felder reinsetzen, gut. Ja, auch viel Wasser frei, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Also wir haben jetzt viel Grünfläche auf jeden Fall noch. Wir würden auf jeden Fall die Teff-Farm mal... Das Teff, ne? Genau. Den Teff erstmal umziehen. Heißt, wir reißen ihn da ab. Diese Verse konnte ich damals im Schlaf aufsagen, als ich sie jeden Tag in der Kapelle meines Vaters, König Wag, auswendig lernte. Und bauen die Teff-Farm woanders hin. Und Tee würde ich auch gerne machen, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten natürlich, also hier können wir auch Farmen reinbauen eigentlich, ne? Tierfarmen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Dann machen wir es mal hier oben. Den Teff. Den müssen wir so machen, ne? Und dann die Straße da hoch. So.
Und dann füllen wir erstmal das auf. Und jetzt überlegen wir uns, ob wir da auffüllen. Guck mal, hier ist auch kein Wasser. Warum ist hier kein Wasser? Und das können wir noch machen, dass wir da ein bisschen Wasser rübersetzen. So, machen wir das jetzt voll. Du hast keinen Tankhof in Reichweite. Kommst du da echt nicht hin? Oh, der ist echt knapp. Okay, dann kriegst du schon eine Steinstraße hier. Weil ich bin jetzt nicht in der Lage. Ich habe jetzt keine Lust, einen zweiten Tankhof zu bauen für dich. Und ein Lager fehlt ja auch noch, sehe ich gerade, ne? Ein Lager fehlt da auch noch. Na gut, ein Tod muss man immer sterben, ein bisschen so, ne? Ein bisschen mit Lagern und so. Ist halt leider so. Alles kann man nicht haben. Aber ich denke, so optimierungsmäßig ist das schon ganz gut da oben. So, jetzt haben wir schon mal fast alles weg. Jetzt bleibt uns da eigentlich nur das nach unten aufzufüllen hier. Und dann haben wir auf jeden Fall das Teff versorgt. Schön. So. Dann lass uns mal überlegen. Das heißt, wir können theoretisch auch hier oben gar keine Farm bauen, weil dann der Traktorhof zu weit fahren muss. Was passiert eigentlich, wenn man das Wasser in den anderen übergehen lässt? Hat man das Wasser in beiden verfügbar? Teilt sich das, wird das zusammen addiert? Weil das wäre ja auch noch eine coole Option eigentlich, ne? Ja, wird addiert, das ist gut. Weil dann können wir eigentlich hier unten noch mehr Wasser machen gleich. Oder später. Oder wir verschieben tatsächlich alles so. Dass wir hier auch noch begrünen. Mann, ich hasse es, dass ich immer so ein Perfektionist sein muss in manchen Sachen. Aber so ist es manchmal. Gut. Was wollte ich eigentlich hier erreichen? Ton. Genau, irgendwann sollte jetzt mal Lehm hier ankommen. Und wenn wir Lehm haben, können wir eigentlich anfangen, Keramik herzustellen. So. Und dann sollte sich hier alles ein bisschen verbessern. Und Tee hätte ich halt auch gerne, ja. Ich überlege gerade, ob wir das Wasser dann hier rüberziehen oder hier. Als Verbindung. Machen wir das hier weg. Oder wir setzen das Ganze ein bisschen nach links. Sorry, ich muss gerade mal ein bisschen hier optimieren noch. Das ist gerade nicht so easy to go hier, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dadurch, dass ich das hier versuche, relativ ungeschnitten zu halten, ist das wahrscheinlich trotzdem die... Die könnte so gehen, ne? Dann wäre ich direkt an der Straße. Und dann hier runter. Dann setzen wir einen hier rüber. Damit es verbunden ist. Und dann füllen wir da noch ein bisschen auf. Machen wir gleich, wenn es fertig ist. So. Na ja, gut. Gucken wir uns das in Ruhe mal an. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen was versorgt. Wir wollten in der neuen Welt jetzt Baumwolle und... Erstmal machen wir jetzt die Karte schnell, die in der alten Welt noch auf uns wartet. Und was finden wir? Der Knoten ist geplatzt. Ein gelber Haarquall, okay. Gut, dann holt ihr mal die andere Karte noch ab. Und dann machen wir erstmal in der neuen Welt mehr Tabak. So, Tabak bauen wir aktuell nur hier an, korrekt? Tabak 6 von 7. Oder haben wir das auch in Manolo?
angefangen? Ich weiß gar nicht mehr. Sieht nicht so aus, ne? Die anderen Städte sind auch nicht so weit. Okay, also Tabak bauen wir aktuell nur hier an. Tabak braucht extrem viel Platz. Das ist ja hier diese Riesenproduktion. Würde ich also nochmal um 1 erhöhen wollen. Hier war ich am gleichen Punkt wie überall. Ich war am Überlegen, ob ich irgendwas umbaue, ne? Mit den Farmen. Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich was hinbauen wollen würde. Also die Hacienda hat halt diesen Radius. Das heißt, theoretisch Farmen wären möglich hier oben, theoretisch noch. Da in die Ecke so ein bisschen. Handelskammer-Einfluss wäre dann ungefähr hier. Ja. Könnte man machen. Bis wohin geht der Hacienda-Einfluss? Achso, nur dahin, okay. Aber Tabak ist ja gar nicht Hacienda, oder? Was kann ich für... Stimmt. Aber der Tankhof reicht halt nicht bis dahin, ne? Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Ja, der Tankhof reicht nur bis da. Ja, das ist ja ungünstig. Der Tankhof reicht nur bis da oben. Was ist denn, wenn wir die Hacienda ein Stück verschieben? Ist irgendwas an der Kante gebaut, was dann kaputt gehen könnte? Ja, hier oben die Hacienda-Farm eventuell. Verschieben wir die Hacienda ein Stück nach... Wobei, oben bringt auch nicht viel. Nee. Also hier wären Farmen cool, aber dann ist der Tankhof zu weit weg. Dann könnte ich nämlich die Felder da oben in die Ecke bauen. Was denn, wenn wir den Tankhof eher mittig setzen würden? Irgendwo hier hin. Kann ich kurzzeitig zwei Tankhöfe bauen? Ohne, dass ich alles kaputt machen muss hier. Geht sogar. Wir haben sogar viele Leute übrig, sehe ich gerade. Wobei, wir gönnen uns generell den zweiten Tankhof, ne? Wobei, ich finde das so verbaut da unten. Weil wenn ein Tankhof da wäre... Oh, da oben ist auch Öl, ne? Sagen wir mal, der Tankhof wäre da. Und die Raffinerie könnten wir auch da oben hinschieben, oder? Also den Hafen. Wenn wir den Ölhafen da oben hinschieben würden und den Tankhof da oben. Wobei, das möchte ich nachher verschieben, ne? Das ist ja mitten im Hacienda-Bereich. Das da unten aber allerdings auch. Aber grundsätzlich wäre natürlich der Ölhafen da. Ganz cool. So, wollen wir den jetzt wegmachen? Hier unten reicht der überall hin? Ja, der ist besser, ne? Ja, und dann machen wir es nachher ein bisschen ordentlicher. Aber dann können wir hier oben anfangen, Tabak anzubauen. Dann machen wir hier oben eine Tabakecke hin. Lass mal schauen, bis wohin das Holz geht. Hier ist kein Platz mehr. Ja, ungefähr bis da. Das heißt, wir könnten eigentlich relativ chillig da die Grenze von den Feldern machen. Dann bauen wir jetzt hier oben drei Tabakplantagen auf. Was kopieren? Ja, mit allem würde ich es gerne kopieren eigentlich. Wahrscheinlich, wenn ich es markiere, ne? Ja, genau. Das geht. 2. Fehlt noch die Straße. Ja, gleich. Alles mit der Ruhe. Gleich kriegt ihr auch ein Lager. Muss nur kurz alles planen.
Mir fehlt Material für eins, kann es sein? Warte mal, wir reißen schon mal ab hier. Dass wir das Material wieder in der Lage haben, das ist das Gute. So. Die Hacienda ist auf jeden Fall bis dahin nicht mehr gültig, oder? Das ist schon mal wichtig, weil dann verschwenden wir keinen Hacienda-Platz. Heute wieder eine Folge, wo wir viel umbauen, aber auch das muss man machen, denke ich. Ich kann nirgends hin damit. So ein Lager. So Sprit kriegt ihr vom Tankhof, genau. Dann brauchen wir Felder. Ich glaube, das war schon doof, ne? Ich überlege, ob wir den zweiten vielleicht umsetzen, ja. Den hier, dass wir den da hinsetzen. So. Wenn wir jetzt theoretisch ein Haus bauen würden, da wären die noch mit drin. Das könnten wir echt hier hinsetzen. Wir machen mal die Blaupause dahin. Weil da könnte man echt einige Farmen mit eingrenzen. So, eingreisen, ja. Auch das. Okay, das ist schon zu viel. Wie viele brauchst du noch? Wie viele Felder? Ein paar brauchst du noch. Die Frage ist, ob wir hier wirklich versuchen, die Ecken voll zu machen. Das würde sich eigentlich anbieten, ne? Sieht zwar irgendwie seltsam aus, aber es bietet sich halt echt an, ne? Ach, da oben ist noch eine Mine. Okay, die sollten wir einfach frei halten. Na gut, die 6 Felder werden wir wohl hinkriegen, oder? So, hast alle Felder. Sehr schön. Dann, ihr habt gar keine Straße, sehe ich gerade, ne? Die solltet ihr noch haben. So. Und dann kriegst du die Felder. Erstmal da oben hin, oder? Ja, andererseits, wenn wir dann jetzt nichts mehr bauen, was noch irgendwie problematisch ist. So. Warum sind sie nicht gebaut? So, jetzt haben wir zwei fertig. Dann bauen wir den dritten noch aus. Der kriegt erstmal alles bis dahin voll. Dann dazwischen. Ich glaube, die ganze Holzproduktion werde ich eh irgendwann auslagern auf andere Inseln. Das habe ich tatsächlich nachts überlegt, dass das nicht eine gute Idee wäre. Ich weiß nicht, ob ich dort noch was hinbauen will, deswegen lasse ich noch ein bisschen Platz. So. So, dreimal Tabak. Das heißt, wir dürften eigentlich zu viel Tabak produzieren. Was ich mir gerade frage, ist, warum ihr meckert. Was ist euer Problem? Ihr habt keinen Mist hier, aber hier ist doch ein Lager. Müsst das Lager nicht den Mist hier hinbringen? Dir fehlt ein Tabakfeld, was? Oh, wie sollst du so nicht Tabak? Achso. Ich sollte ja bauen. So. Okay, die bekommen jetzt Sprit. Aber woher kommt denn der Dünger? Kommt der Dünger aus dem Hacienda-Werk oder? Nee, der wird hier eingelagert, oder? Unter landwirtschaftliche Produkte hier Dünger. Hier ist nur ein Dünger. Hä? Ist meine Düngerproduktion so schlecht hier? Oh, guck mal, wir produzieren noch zu wenig von den Holzdingern, sehe ich gerade. Von den Holz, Ornamenten. Dünger, Dünger, Dünger. Mist ist 3. Das ist Dünger, ne? Dünger ist eigentlich überproduziert. Aber warum ist denn der so knapp? Oh, eigentlich. Aber uneigentlich haben wir wenig Mist. Das ist ja Mist. Okay. Warum haben wir so wenig Mist? Wie viel Hacienda-Düngerwerk habe ich denn hier? Hacienda-Düngerwerk haben wir hier 2. Hier oben, genau. Die bewirtschaften 1, 2, 3, 4, 5 Farmen. Man sagt ja, 6 wären eigentlich gut.
Aber es hat auch nicht geklappt bis jetzt, ne? So ein Lager geben wir euch noch. So, Düngerproduktion ist auf Null aktuell. Ich glaube, wir brauchen noch eine Tierfarm mehr. Was für Tierfarmen haben wir denn hier? Wir haben Fleisch und Alpaka-Wolle. Alpaka-Wolle haben wir ein bisschen drüber, Fleisch viel drüber. Also wir könnten noch Alpaka-Wolle produzieren. Damit wir mehr Mist kriegen. Ja, machen wir noch mal Alpaka-Wolle. Das heißt, wir gönnen uns hier eine Straße. Und bauen da noch eine Alpaka-Farm drauf. Kriegt dann auch ein Silo. Und die Felder waren, glaube ich, viereckig, ne? Genau. Vier viereckige Felder. Eins, zwei, drei, vier. So. Ab dafür. Das heißt, sie haben eine Quelle mehr für Mist. Ist schon mal gut. Dadurch sollte eigentlich auch die Produktion... Ja, die Produktion ist halt echt schlecht, ne? Hier verbessert werden. Vielleicht brauchen wir noch mehr Tierfarmen, damit das mit dem Mist produzieren besser klappt. Wir sind unsere Versorgung ist hier grundsätzlich überall okay. Gut. Müssen wir gucken, ob das mit dem Silo klappt. Ansonsten, gut, es sind nur die Düngersilos, da fällt nicht viel ab. Ich glaube, wir sind trotz allem bei der Tabakproduktion jetzt drüber, oder? Ein bisschen drüber, genau. Das heißt, wir können ein bisschen sogar abgeben. Aber wir sind nur ein bisschen drüber. Wir sind noch nicht eingependelt, ne? Wir lassen die erstmal einpendeln. So, jetzt würde mich mal interessieren. Wir haben hier Baumwollbarren, die wir gar nicht brauchen. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Habe ich aktuell eine Route, die Baumwolle wegbringt aus der neuen Welt? Ich glaube nicht, oder? Nein. Nein. Nein, okay. Das heißt, hier müsste ja unglaublich viel Baumwollstoff liegen. 400 Barren. Den wir gar nicht brauchen, weil wir brauchen ja die Baumwolle an sich. Das heißt, wir werden hier mal eine Baumwollweberei abreißen. Um das zu reduzieren. Und dann werden wir uns die Routen angucken, ob wir eine Route haben, die von der neuen Welt nach Enbesa haben wir nicht. Dabei machen wir eine neue Route, eine Handelsroute. Den Halunken. Oh, die Dulcinea, die hat drei Slots. Würde ja eigentlich reichen, oder? Was haben wir denn alles jetzt gerade hier stehen? Neue Welt. Wir haben hier, ja, Halunke. Ja, komm, auch Halunke. Vielleicht können wir nachher noch mehr drauf packen. Das heißt, du lädst jetzt erstmal ein in Trinidad. Und fährst dann rüber nach Taborime. Du lädst ein... Alles zweimal. Zweimal Tabak. Zweimal Baumwolle. Feuer. So. Ob das klappt, müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß nicht. Ich kann das immer schwer einschätzen, wie schnell diese Schiffe sind. Ob das wirklich klappt, was ich hier plane. Muss man mal gucken. Kap nach Enbesa. Nee, Kap ist es nicht. Neue Welt nach Enbesa da. So. Gut. Das ist auch schon mal schön, dass wir das jetzt haben, würde ich sagen. Haben wir auch lange dafür gebraucht. Jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir echt viel Zeit mit so kleinen Produktionsketten vertrödelt, sag ich mal. Aber das muss halt auch gemacht werden, finde ich. So, wir müssen jetzt langsam Einfluss rausholen. Das ist einfach auch wichtig. Und die Insel möchte ich halt generell ein bisschen umbauen, aber das machen wir jetzt mit und mit. Ja. Dass wir wirklich auch so Farm-Hotspots haben, sag ich mal. So, was haben wir noch im Lufthafen für Sachen? Hatte ich nicht irgendwas hier geplant? Holzfäller und Köhlereien bringen Baumwolle und Produktivität. Kann ich das irgendwie sagen, dass es rübergezogen werden soll? Okay, jetzt ist es weg. Wahrscheinlich wird es abgelegt, ne? Das war dumm. Egal. Hacienda Schnapsbrennerei. Habe ich da eigentlich schon was gebaut?
Habe ich da oben schon so ein Handelshaus gebaut, die da, was da Einfluss hat? Nee, ne? Doch da. Da ist aktuell drin Hacienda Schnapsbrennerei. Ah, okay, der ist schon da drin. Der macht da schon seine Dinge. Gut. Gut, wir gehen nochmal in die Arktis. Da haben wir langsam mehr gemacht. Zum Abschluss für heute. Irgendwie war die Folge heute nicht so ergiebig. Genau, hier ist das Schiff mit dem Schnaps und dem Messing. Das ist alles viel zu vieles. Okay, das ist schlecht. Aber gut, ist ja auch gut, sowas zu haben. Du gehst jetzt mal zurück in die alte Welt. Wir brauchen dich hier, glaube ich, nicht. Wo waren wir eigentlich hier dran? Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir hier... Die Temperatur ist aushaltbar. Ja, eigentlich läuft alles gut, ne? Eigentlich sind wir hier, glaube ich, fleißig damit beschäftigt, auszubauen, oder? Versorgung ist gewährleistet von allem. Schnaps und Dosen kommen hier auch an. Lager ausbauen wäre möglich. Machen wir. Mehr Lagerraum ist gut. Dann können wir auch direkt hier mal sagen... Schwupp, wupp, 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 wupp. Und wir haben alles weg. Sehr gut. Das heißt, die nächste Bedürfnisstufe wären die Hundeschlitten. Für die brauchen wir allerdings mehr Menschen, mehr Techniker. Können wir denn hier irgendwo heute hinbauen? Lass mal gucken. Wärmemäßig wäre noch... Ist da ein Haus möglich? Nee. Doch. Die hätten noch Wärme, das ist gut. Brandwahrscheinlichkeit mäßig. Risiko für Grippe sehr gering. In der Nähe ist kein Lager. Meine Finger haben schon Frostbeulen. Stimmt, die Jagdhütten habe ich angefangen zu bauen, ne? Aber noch nicht benutzt, oder? Oder habe ich schon eine Route gemacht, die hier arktismäßig was wegbringt? Ah, doch, habe ich schon eine Route, die hier fleißig... wegbringt. Das müssen wir auch mal auf... Schreibe ich mir mal auf, dass wir da nochmal gucken müssen. Jagdhütten. Produktion. Arktis läuft. Da muss ich mal gucken, ob wir da schon was ändern können. Aber ist erstmal nicht so wichtig. Wenn Sie kurz wegschauen würden. Im Moment wäre es wichtig, mehr Bewohner zu kriegen. Das Problem ist hier, dass wir halt überall alles verbaut haben, ne? Wir haben auch keinen Platz mehr für noch mehr Kohlewerke, ne? Ich überlege gerade echt, ob wir uns noch eine Insel holen. Was wäre denn... Oh, wir haben auch kaum Einfluss, ne? Okay, mal zurück. Erstmal Einfluss holen. Das heißt, wir gucken mal im Cap Trelawney, ob wir nicht da noch ein bisschen ausbauen können. Dafür bräuchten wir vielleicht die nochmal höher. Fällt positiv aus. Okay, was haben wir denn an Versorgungen? Ah, genau, die Mäntel, das wollte ich versorgen. Die haben wir noch jetzt erhöht. Dadurch, dass wir hier eigentlich viel mehr von den Häuten ankriegen, oder? 700, wir haben fast voll. Das heißt, wir gönnen uns einfach mal eine zweite, eine dritte wahrscheinlich sogar, Produktion von den... Ach, ich hätte es einfach so lassen sollen. Von denen? Ja komm, Steinstraße muss schon sein, oder? Mittlerweile. So. Frage ist, was macht das mit der Wolle? Was macht das mit der Wolle? Der Wolle ist das vollkommen egal. Sehr gut. Das heißt, da sind wir versorgt. Arbeitskraft ist ein Problem. Wir haben zu wenig Arbeiter. So, mal ein bisschen die unteren Stufen nachgerüstet. Muss auch mal sein. Frage ist, macht das was mit der Versorgung? Müssen wir da irgendwas anbessern? 7. Schnaps ist so viel, viel zu viel mittlerweile. Klamotten, Wurst wird langsam kritisch. Die Frage ist, ob wir Wurst langsam aber sicher mal erhöhen müssen. Wie viel Wurst habt ihr hier? 4 drüber, okay. Und wir brauchen Wurst in Crown Falls aktuell. 2, ist immer noch im grünen Bereich. Alles noch im grünen Bereich, ja. Schön. Gut, dann ist das erstmal klar. Dann können wir eigentlich hier am Ende aufwerten. Ein bisschen Einfluss schon mal geholt.
Das Wichtige wäre halt den Strom. Ne? Hochräder sind jetzt auch schon wieder unterversorgt. Das ist nicht so nice. Ist das jetzt wirklich so? Ist das wieder das Stromproblem? Nee, scheint wirklich so zu sein, ne? Die Hochradhalle ist wahrscheinlich hier. Ja, hier ist einer auf der Insel, aber die Frage ist, wo? Ah, da. Kautschuk und Eisen brauchen die nur. Können wir eigentlich noch eine bauen, ne? 150 Arbeitskraft haben wir auch noch. Die Waffenruhe wurde beendet. Dann machen wir das doch. Strom ist da auch. Genau, Strom ist auf jeden Fall auch. Dann ist das doch schon mal gut. Frage ist natürlich, ob die Kautschukproduktion ausreichend ist. Aber ich glaube fast ja, oder? Schauen wir mal schnell noch. Hochräder brauchen. Wir brauchen nur Eisen, das ist nice. Kautschuk 1 zu Eisen. Weiß gar nicht, wie es mit dem Eisen ist, ob das dann 15 Sekunden wirklich weiter ist oder 30. Eine Person wie mir, die die Grenzen dessen erweitert. Und wir können ja mal gucken, wie viel Eisen wir hier haben. 8, genau 8. Bringen wir Eisen von hier weg, ist die Frage. Wenn ja, dann wahrscheinlich hier runter. Innerhalb des Cups. Ja, bringen wir. Okay, wir gönnen uns einfach noch ein Eisenbergwerk. Ich meine, Eisen haben wir ja eigentlich genug, oder? Das könnten wir anschließen. Das können wir eigentlich easy anschließen. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Ja. Können wir uns nur noch mal nach noch ein paar Items drauf machen, wenn wir mal genug Einfluss haben. Okay, das heißt, wir haben jetzt auch Eisen, Kautschuk. Gucken wir mal kurz, wie viel wir hier brauchen. 8 Kautschuk brauchen wir und wir produzieren wahrscheinlich in Trinidad, ne? 7 oder in Manola auch 7. Von wo? Ich würde fast sagen, von Trinidad kommt der Kautschuk hier hin, oder? Oh Gott, wir mittlerweile befinden uns echt viel in den Menüs, ne? Einfach nur zum Gucken, ob es alles klappt. Neue Weltcup, da. Trinidad hierhin, ja. Dann müssten wir noch einen draufsetzen, ne? Eine Produktion eigentlich. Aber die Uhrzeit sagt schon, dass wir eigentlich rum sind. Lass mal schnell noch schauen wegen dieser Produktion. Das schauen wir auch schnell. Die Frage ist, wie sieht die Produktion aus von Kautschuk? Wie sieht Kautschuk aus? Zucker, Baumwolle, Kartoffel, Gewürze, Zucker. Kautschuk hier. Da haben wir Kautschuk. Okay, wir haben eine komplette Produktionsreihe Kautschuk. Okay, was hatte ich überlegt? Überlegt hatten wir, die Farm umzubauen. Ja gut, Kautschuk. Jetzt umbauen wäre doof. Wir haben im Moment noch zwei Traktorhof, stimmt. Das machen wir dahin. Ja, wir bauen den einen Kautschukhof erstmal auf. Den werden wir nachher noch umschieben müssen irgendwann, aber... Andererseits haben wir noch genug über. Wir verbrauchen keinen Kautschuk hier, oder? Aktuell. Gut, für Bälle bräuchten wir Kautschuk. Aber sonst brauchen wir gar keinen Kautschuk, ne? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurück. Doch, irgendwo ist eine Nachfrage von 2. Ja gut, komm, wir bauen noch eine Farm. Gönnen wir uns hier noch. Hacienda, Farm. Machen wir es mal dahin. Wieso bin ich immer im Blaupausenmodus? Das will ich gar nicht. Welches Schiff ist gerade angekommen? Eben gucken. Frachtschiff steht bereit. Wie kriege ich das Item da rein? Aus dem Itemhof. Da wäre ich schon. Dies wäre das Sahnehäubchen. Eine Bauaufgabe. Wofür halten Sie mich? Glauben Sie, ich will in einem grottigen Wirtshaus unter den Plebs mischen? Nein, ich will mir die Mitgliedschaft in einem elitären Club und dadurch gesellschaftlichen Einfluss erlangen.
Das finde ich übrigens doof, dass ich jetzt noch einen Club bauen muss. Obwohl ich keinen brauche, aber den reiche ich halt wieder ab. Ist halt dumm. Hm, direkt eine Karte bekommen, okay. Hier ist auch wieder eine Aufgabe. Yay, Aufgabenzeit. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. 10 Tonnen Schokolade dürfen wir eigentlich haben, oder? Stimmt, ich wollte noch Sachen hochliefern, ne? Haben Sie einen Moment? Neue Welt. Trinidad wahrscheinlich. Das Haus Harlow ist noch nicht ganz tot. Ja, die Piraten kommen auch oft wieder aufbauen, ne? Werden wir etwa übersehen? Hallo? Ich dachte, ich hätte die Schokolade hier. Ne, haben wir nicht. Wir haben nur 2. Neue Befehle? Dann hol du mal Schokolade ab. Ja, so. Gut, das heißt, wir machen schnell noch die Kautschukplantage fertig. Jetzt kostet es, was es wolle. Und dann müssen wir Feierabend machen, weil die Zeit schon wieder rum ist. Keine Felder, keine Arbeit. Wir sind dann mal alles. Die brauchen echt wenig Platz, ne? Ja, ich glaube. Wir gucken, dass wir alle Farmen hier wegkriegen, die so viel Platz brauchen. Ich glaube, das ist wichtig. So, Kautschuk ist da. Dann können wir auch bald Bälle angehen. Ich schnapp mir meine. Wir sind die alle hier hinbauen. Guck mal, hier der ist schon ein bisschen überlastet, ne? Gönn dir mal noch ein bisschen mehr. Jetzt nur bauen wir ein zweites Lager hier hin. Daran soll es nicht scheitern. Gut, Ausbau wird auch später gemacht. Da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist. Ich wollte gucken, ob hier oben. Die ganzen Zeichen sind weg, also scheinbar klappt auch der Dünger jetzt, das ist schön. Das heißt, für heute sind wir durch, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, war ein bisschen Mikromanagement-lastig die Folge, aber auch das muss gemacht werden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, tschüss, bis dann, euer Marcel, ciao, ciao.